Naja, du kannst auch den auf Twitch den Stream nachgucken, wenn du Lust hast. Ah ja, hier habe ich aufgehört. Ugh. Oh, da ist ein Schatz da hinten. Wie sollte ich denn da hinkommen? Irgendwas raschelt hier hinter mir. Da krieg ich schon wieder Panik. Wir können ja da mal reinschauen heute. Assassin's Creed ist ja nicht schlimm. Ich meine, das Spiel habe ich jetzt schon gefühlt 3,5 Jahre liegen lassen. Ah, so kommt man dahin. Das ist ja gemein. Das sieht man durch die Kameraperspektive gar nicht. Heute kam endlich mein entspanntes Zuhause rumdaddel Set an. Ich habe mir ja bei Wish, und nein, Wish ist nicht immer schlecht, wie man sagt, habe ich mir so ein Daddel-Outfit geholt, was ich so zu Hause anziehen kann. Das ist richtig bequem und elastisch. Oh. Sonst habe ich immer Jogginghose an zu Hause, aber das ist irgendwie nicht so schön. Jetzt habe ich sowas richtig schön Elastisches. Was war gestern los? Ich habe eigentlich gedacht, 24 Punkte in dem Galaxy Cup reichen aus, um den Skin zu kriegen. Nö, man muss 45 haben. Aber wenn die ganzen Leute da rumcampen und die Steuerung auf Handy ja sowieso schon beschissen ist, dann schafft man den Skin auch nicht. Hier ist irgendwo ein Toad. Also, ich spiele etwa eine Stunde Paper Mario und den Rest machen wir dann Rogue Company und oder Fortnite, denke ich mal. Ich denke mal, dass wir heute doch mal auf Assassin's Creed verzichten können. Wobei ich auch Bock hätte, dass wir Identity 5 spielen. Warte mal, irgendwas wollte ich noch sagen. Ach ja, der Plan für die kommenden Tage. Mein Arbeitsplan hat sich geändert. Das heißt, ich muss bis Dienstag arbeiten gehen. Das heißt, ich werde auch bis Dienstag streamen. Huch. Mittwoch mache ich wahrscheinlich frei, weil das mein einziger freier Tag ist nächste Woche. Und Donnerstag mache ich dann, ab Donnerstag mache ich dann Nachmittagsstreams. Aber keine langen. Maximal 1,5 Stunden. Weil ab Donnerstag habe ich Nachtschicht. Hallo Nürni. Ich sag's nochmal, Nürni, falls du die Hälfte verpasst hast. Mein Streamplan für nächste Woche sieht... warte. Sieht wie folgt aus. Ich muss bis Dienstag arbeiten, das heißt bis Dienstag streame ich jeden Tag um 23 Uhr. Und Mittwoch mache ich wahrscheinlich keinen Stream, einen streamfreien Tag, und Donnerstag gibt es dann Nachmittagsstreams, ab Donnerstag. Weil ich ab Donnerstag Nachtschicht habe, da kann ich abends nicht streamen. Da werde ich nachmittags kurz streamen. Kurz deswegen, weil ich nachmittags meistens so träge bin. Ja, dann habe ich Nachtschichten, wahrscheinlich 5 Stück, also 5 Tage. Bis ungefähr 3. August, würde ich sagen.
Und dann muss ich noch irgendwie eine Woche durchhalten und dann habe ich Urlaub. 2 Wochen. Wann ich da streame, weiß ich nicht. Das ist dann völlig spontan. Ja, ich habe nur die Lackierung gekriegt. Das ärgert mich so ein bisschen, wenn ich ehrlich bin. Okay, das war jetzt einfach das Schiebepuzzle. Ich überlege. Oder ich gucke heute mal nach dem Stream, ob ich für Twitch so eine Erweiterung installieren kann, dass ich unter dem Stream so einen Zeitplan draufhange, wann ich immer streame. Es gibt zwar offiziell von Twitch einen Zeitplan, aber das wiederholt sich. Wenn ich den nicht ändere, steht dann zum Beispiel jeden Mittwoch drin, dass ich live bin, obwohl ich dann vielleicht nicht live bin. Ich gucke mal nach dem Stream, wie man diese Erweiterung benutzt. Dann steht immer unter dem Stream in so einem Kasten, wann ich das nächste Mal streame. Und dann trage ich das da immer ein. Wow. Was ist mit dem los? Morgen bin ich auf Arbeit. Achso, ja, du kannst morgen nochmal streamen. Aber ich kann nicht spielen. Ich kann nicht den Cup streamen. Das geht nicht. Wie soll denn das gehen? Das geht doch gar nicht. Ah, ich weiß wie. Scheiße. Egal. Oder kann man die treten? Ich probiere es aus. Ich glaube nicht. Ja, dachte ich mir. Damage hier, übertreibt man nicht. Die sind wenigstens noch human. Ach, warte mal, das bringt ja meinen Streamplan völlig durcheinander. Scheiße. Ich wollte doch den einen Abend, ich weiß nicht wann, ich glaube am Montag. Am Montag wollte ich eigentlich lange streamen, weil da in Rette die Welt das neue Feature startet. Da gibt es auch in Rette die Welt was Neues um 2 Uhr nachts. Ja, dann muss ich das auf den Abend darauf verschieben. Nützt ja nichts. Ich verstehe nicht, wie Handyspieler Fortnite spielen können. Ich habe das heute versucht. Das ist ja mega kompliziert. Also mir tun die Spieler leid, die das tagtäglich ertragen müssen. Ich hab halt gedacht, echt, das reicht. Weil meine 24 Punkte, die ich hatte, da stand also Top 35. Ich war Top 35%. Ich habe eigentlich gedacht, Top 35, das ist die obere Hälfte, dann müsste es reichen. Aber nicht. Oh nö, bitte kein Schieberätsel. Na, das Einzige, was ich da machen kann. Ah ja. Ah nee, ich muss hier hoch. Warte. Das kriege ich irgendwie hin. Der Typ hier, der hat bestimmt irgendwas zu verstecken.
Ah. Ach, der will mir einen Tipp geben. Das ist aber nett. Ah, der Typ hier. Oh, das ist gemein. Wie soll man denn das machen? Oh, das. Ach, du guckst über Handy zu. Ja, hier kann ich nichts machen. Das nützt ja nichts. Ich muss die so hinstellen. Auch wenn es mir nichts bringt. Also manchmal denke ich, Nintendo hat sich bei diesem Kampfsystem echt nichts bei gedacht. Weil für manche Züge, die du hier brauchst, hast du viel zu wenig Züge, als dass das aufgeht. Wenn du das hier wirklich, wenn du hier wirklich von Taktik sprechen möchtest, dann brauchst du wirklich manchmal drei Züge und nicht zwei. So wie jetzt eben. Die standen alle so, dass ich die nicht hätte so in Viererreihen machen können. Also hier so, hier zwei und hier zwei. Das hätte nicht funktioniert. Die waren alle auf einer Ebene. Die waren alle auf einer Ebene. Das heißt, wenn ich die verschoben hätte, wäre das nur darauf hinausgelaufen, dass die alle in einer Reihe stehen. Ich weiß nicht, wie soll ich denn das machen? Ist das kompliziert. Siehst du, das funktioniert doch alles nicht. Ich habe nur zwei Züge Zeit. Ich krieg das mit zwei Zügen nicht hin, dass die in so einem Viererblock stehen, dass ich die mit dem Hammer hätte treffen können. Das funktioniert nicht. Ein Eisenstiefel kann ich ja mal probieren. Warte, habe ich überhaupt einen? Ah ja. Ah ja. Was, da hinten ist ein Powerblock? Ja, irgendwie muss das ja gehen, ne? Ah ja, gut. Ich wollte mich schon fragen, wie soll ich denn da hochkommen? Deswegen habe ich das eigentlich ignoriert. Und danke für den Host, by the way, wenn ich es nicht schon gesagt habe. Ach, ich lasse es so. Das geht sowieso nicht auf. Ah doch, das wäre aufgegangen, glaube ich. Umgekippt und bewegungsunfähig. Nice. Ich bezahle die Tods lieber. Die können alles selber machen. Irgendwie so.
Als ob die das überleben. Ich bin eine Rich Bitch. Ich gebe den Tots lieber das Geld. Dann sollen die ganze Drecksarbeit für mich machen. Siehst du, das geht doch schon wieder nicht auf. Was soll ich denn da noch machen? Da kann ich nun mal nichts machen. Wie gesagt, ich kann nur den hier rübernehmen und dann war's das. Das geht nun mal nicht auf. Da kann man machen, was man will. Du brauchst viel mehr Züge. Einfach. Oh, dann überlebt der eine das auch noch. Wie unnötig einfach nur. Also das, manche Sachen im Spiel sind einfach nur unnötig. Die braucht keiner. Das Kampfsystem ist eins davon. Also das ist der größte Humbug von Nintendo, den die jemals fabriziert haben. Das kann man einfach nicht mehr schönreden. Ist einfach nur Grütze. Oh, muss das denn sein, diese blöden blauen Krabben, ey. Und bitte lass mich flüchten, ich habe nämlich keinen Bock auf die Scheiße. Oh, really? Oh, sowas Unnötiges. Also das Fluchtsystem ist genauso schlimm, wie als wenn man Lotto spielen würde. Ey. Lass doch einen flüchten, wenn er flüchten will. Das ist doch dem Spieler seine Entscheidung. Und macht das nicht völlig komplett. Und macht das nicht völlig random. Sagt dem Auto, ach nö, jetzt lassen wir den mal nicht flüchten. Ja, komm. Ich hab nämlich keinen Bock auf die Scheiße hier. Jedes Mal der gleiche Müll. Ich kann ja nicht mal Items nutzen oder so. Keine Ahnung. Irgendwie geht das nicht. Ich kann keine Items nutzen. Keine Ahnung. Dass man Bosskämpfe nicht flüchten kann, das ist ja klar. Aber wenn ich jetzt hier so unnötiges Nebenkämpfe habe wie das hier, die überhaupt nichts bringen, dann sollen die doch den Spieler entscheiden lassen, ob er den Kampf bestreiten will oder nicht. Ja, Nintendo kann einfach nichts. Das Einzige, was die können, ist ihre Spielmarken so jedes Mal kaputt machen. Das ist das Einzige, was die können. Jedes Mal wird das Spiel machen die. Mit jedem neuen Teil machen die ihre Spielereien und Franchises immer kaputter und kaputter. Pokémon ist auch nicht mehr das, was es mal war. Außer Zelda, das ist wenigstens noch gut. Warte, ich krieg das schon hin. Ha! Instant. Ich bin der Schiebepuzzlemeister. Oh.
Ich wette mit euch, wenn irgendwann ein Mario und Luigi Spiel für die Switch rauskommt, das wird nicht mehr so klasse sein, wie es mal war. Der beste Mario und Luigi Teil war Zusammen durch die Zeit. Beim zweiten Schieberätsel kann man Geld ausgeben. Na dann, gut zu wissen. Oh, ich speichere mal, das ist wichtig jetzt. Oh, hier ist noch eine Abkürzung. Da ist eine Kiste. Was ist denn das für ein Vibrationsgeräusch? Bei der Vibration eben, das hat sich so angefühlt. Ach, das war ein Musikblock, ne? Ich probier's einmal. Flucht, los. Oh, danke. Upsi. Ich gehe jeden Kampf aus dem Weg. Ha! Ein Pau-Block. Oh, ich kann mich noch erinnern, als ich Weihnachten 2006 oder so den DS bekommen habe. Oh, mit Mario Kart. Hab ich das gesuchtet damals. Und dann habe ich später Nintendox gekriegt. Nein. Oder als mir meine Eltern random das Yu-Gi-Oh! Game Boy Advance Spiel damals mitgebracht haben. Das war zwar Englisch, glaube ich, aber war doch spaßig. Ich glaube, das war Englisch. Wie soll ich denn hier rankommen? Ah, ich habe den Block zerstört. Pass schon auf, dass der mich hier nicht kriegt. Ha. Jeden Kampf aus dem Weg gehen. Wichtig. Und dann habe ich mir irgendwann, ich weiß nicht mehr wann, das war glaube ich kurz vor meinem Geburtstag, habe ich meinen Eltern gesagt, ich möchte gerne. Da habe ich so ein Werbeprospekt gesehen mit Super Mario 64 DS. Ich habe damals das Originale gehabt, das originale Super Mario 64. Und dann gab es ja diesen DS-Ableger, den wollte ich damals unbedingt haben. Hab ihn auch gekriegt. Ah, noch ein Schieberätsel. Wie schon gesagt. Okay, die Wand war bröckelig, das war offensichtlich.
Was ist da unten? Ich überlege, ob ich da runtergehen soll. Ich glaube, ich muss da runter. Verpiss dich, du blöder Fisch. Hä? Oh, ja, ich wollte schon sagen, das ist viel zu einfach. So, das war so das Beste, was ich hier rausholen kann. Oh. Glitzerhammer kaputt. Fields Batman. Wie findest du die Wii? Die war auch damals nice. Das Spiel, was ich damals am Anfang von den Wii-Zeiten mega gefeiert habe. Warte. Irgendwie so. Das Spiel, was ich damals zu Wii-Zeiten gefeiert habe, war Pokémon Battle Revolution. Also mein Kumpel damals hatte als allererstes die Wii. Also von uns allen jetzt. Und er hatte sich zum Launch, also wo er es geholt hat, Pokémon Battle Revolution geholt. Ich fand das Kampfumsetzungsding ist mega nice. Jetzt so im Nachhinein betrachtet war das Spiel Grütze, weil du ja im Grunde nur begrenzte Sachen hattest. Aber naja. Ja, Super Smash Bros. Brawl war gut. Das war sogar der letzte gute Smash Bros. Teil. Wo wir wieder beim Thema sind, dass Nintendo ihre Marken zerstört. Smash Bros. Brawl war das letzte richtig gute Smash Bros. Danach kam nur Grütze. Der 3DS, der Wii U-Teil, der war Bullshit. Und der neueste Teil ist auch nicht wirklich besser. Ja, aber die Kämpfer, die jetzt neu in Ultimate reinkommen, die sind auch nicht nice. Die sind irgendwie nur Blödsinn. Was will ich denn mit einem Armskämpfer? Ich muss mich erstmal heilen, da muss ich den Tots viel Geld schmeißen. Besser hättest du es nicht machen können.
Das kann ich nicht besser machen. Warum überlebt denn ständig wer? Nonstop sind irgendwelche Gegner da, die random überleben. Das ist so unnötig. Meine Lieblingssportart ist Basketball.